Was geht? Willkommen zum neuen Video. Und in diesem Video erkläre ich euch, wie sich Clash Games zu Max verwandelt und wie sich Lukas zu Finn verwandelt. Und genau, das geht eben mit einem bestimmten Filter und das können. Genau, als erstes müssen wir in die App Snapchat, die haben wir hier. So, dann gehen wir mal hier auf die Filter. Hier haben wir dann halt Tonnen von Filtern von Snapchat. So, dann gehen wir mal auf Suchen. Gehen hier auf die Lupe. Und genau, jetzt müsst ihr nach dem Babyfilter suchen. So, Babyfilter. So, und diesen Filter probieren wir jetzt mal bei einer Person aus, die den Filter auch noch nicht probiert hat. Und das ist zum Beispiel jetzt Pookie. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. So, da seht ihr Pookie auf jeden Fall als Baby. Ich bin der macht Feuer. Hurra! Feuer! Jetzt gehst du auf, ich bin bereit. Pass auf, wir machen gleich. Ja? Wenn ich so drinnen bin und wir das erste Battle haben, das erste Mal Leute auf uns zukommen, dann tue ich so, als ob ich so diese Kriegsflashbacks habe. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich fange so an zu zittern und zappel mich so in meinen Sitz rein. Ja, ja. Und dann kommt so halt drüber so über dieses und du so, Opa, Opa! Und dann schreist du als Opa, was ist los? Du musst kämpfen, Dann komme ich so wieder, dann kommt so, hört dieses Dumpfe auf und ich so, oh, ich bin da! Und dann rasieren wir so richtig rein. Ja, okay. Alles klar, ready? Let's go. Also wenn wir beim ersten Fight sind, dann wirst du mich hören, wie ich so sage, oh Gott, nein, nicht schon wieder. Ja, ja. Dann klapper ich mich ja, so nach hinten. Ja, das ist geil. Alles klar? Mhm. Top. Fahr hier lang. Ja, ich komme, Max. Opa, Schuss! Nicht schon wieder. Kleinen Bruder, kann man so sagen, von Lukas Brosters und Clash Games. Dazu werde ich ebenfalls eine Frage stellen, damit wirklich es fair bleibt. Ich will noch kurz einen Hinweis geben. Und zwar denken wirklich viele, dass die Personen echt sind, aber es handelt sich hier ebenfalls um fiktive Charaktere, also nicht um echte Personen, wenn man das so sagen kann, sondern einfach nur um einen Filter halt, den die beiden halt anwenden. Ich finde es auch nichts Verwerfliches, also ich glaube, die meisten wissen es auch, es ist auch offensichtlich. Aber trotzdem nochmal an alle, damit es fair bleibt, nicht jetzt denken irgendwie, ja okay, die Personen sind echte Brüder oder sonst irgendwas. Deswegen, damit es fair bleibt, habe ich es ebenfalls jetzt mal angesprochen, kurz mal.